Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Karpatenlandschaft. Letzte Folge haben wir noch Steine gesammelt. Wir haben ausgesät und ich habe manuell Kalk gestreut und damit wollen wir heute weitermachen. Aber bevor wir da reingehen können, sind hier tatsächlich gerade alle Helfer fertig geworden und die müssen wir jetzt erstmal wieder unterbringen, dass die wieder einen Job haben. Der steht hier oben gerade, der Steinsammler, ist noch ordentlich Platz drin und der soll hier auf Feld 20 jetzt gerne weitermachen. Dementsprechend kriegt er jetzt mal einen Job auf Feld 20. Haben wir überhaupt schon Feld 20 angelegt? Ja, haben wir, aber hier gibt es keinen Steinsammler. Deswegen bekommt der hier jetzt eine neue Aufgabe zugewiesen. Feldposition ist die hier, das sieht gut aus. Kursgenerator 9,30 Meter, das passt, drei Vorgewände. In dem Fall soll er auf dem Vorgewände starten, jawohl. Das sieht gut aus. Generieren und abspeichern, kurz speichern. 9,30 Meter. Nenne ich den immer Steinsammler oder Steinesammler? Ich nenne ihn jetzt Steinsammler. Steinsammler, bitteschön. Und jetzt soll der Folgendes tun. Der soll fahren zu Feld 20. Da soll er Steine sammeln und die soll er zum Hof zum Gesteinsbrecher bringen. Und Cosplay an. Und er soll in dem Fall erstmal auf dem ersten Wegpunkt starten. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so. Let's go! Na, der fährt jetzt erst noch einmal eine Runde und dann müsste er sich eigentlich auf den Weg machen. Wir gehen weiter durch. Was haben wir noch? Wir sind hier unten fertig mit dem Steinesammeln auf A36. Und ansonsten haben wir, glaube ich, aktuell auch keine Aufgaben mehr für die Steinsammler. Das heißt, da springen wir mal hin. Den schicken wir jetzt. Ja, einfach abgeben. Du hast noch geladen. Ja, dann gib mal ab. Und zwar... Huch, meine Maus. Am Hof, am Gesteinsammler einmal abgeben. Aber ich fahre dich einmal auf die Straße, damit du nicht so lange den Weg suchen musst. Bin gespannt, welchen Weg der nimmt. Und hier, dass er überhaupt einen findet, ist super. So, die Fläche ist jetzt also hier fein säuberlich gesammelt. Beschleunigen wir mal einen Ticken. Denn auf der Fläche hier sind wir jetzt durch mit den Sonnenblumen. Und ihr seht, die Walze muss raus und das Unkraut ist auch schon bemerkbar. Also kriegt der jetzt einen neuen Job. Wir wollen ja auch auf der anderen Fläche da drüben Sonnenblumen haben. Deswegen geht's da jetzt einmal rüber. Und dann lassen wir den dort direkt weitermachen. Wahrscheinlich wird er sich ein paar Mal festfahren, weil die Feldfläche ja so ein bisschen tricky ist. So, hier geht's drauf. Und für die Seemaschine haben wir, glaube ich, auf der Fläche auch noch gar keinen Kurs. 36. Nein, haben wir natürlich nicht. Job erstellen. Es müsste ja noch alles eingestellt sein, theoretisch. So, Feld hat er schon erkannt. Wunderbar. 12 Meter und auf den Bahnen bitte startend. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Speichern. 20 Meter ist Einzelkorn, ne? Einzelkorn Seemaschine. Und du startest bitte auf dem ersten Wegpunkt. So, er legt los. Mal gucken, ob alles hinhaut.
Da, wo willst du denn ganz hin? Wo ist denn hier der Startpunkt, bitte? Okay, irgendwo auf der anderen Seite vom Feld. Wahrscheinlich wird es hinhauen. Ich vertraue ihm da. Ach, hier ganz hinten. Okay, gut. Hier fährt der andere Kollege. Der ist hier ganz hinten rumgefahren jetzt. Krass. Okay, aber er findet einen Weg. Das ist doch sehr schön. So, da müssten eigentlich alle versorgt sein. Da kommt Nummer 2 auf dem Weg zu Feld 20. Ansonsten haben wir auf dem Hof viel rumstehen. Und hier haben wir jetzt unseren Zubringer, der voll ist mit 24.000 Litern. Und hier drüben haben wir unseren Bredal, mit dem wir jetzt weitermachen wollen heute. Oh, haben schon ein bisschen was geschafft. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir zumindest diese Fläche hier fertig bekommen und die Nachbarfläche. Mal schauen, ob wir das heute hinkriegen. Ab dafür. Sehr gut. Ja, auf der Italia habe ich jetzt schon angefangen mit, da geht's schon los, die erste Blockade, mit Zeitraffern zu arbeiten. Kann ich nicht in jedem Video machen. Da habe ich schlicht die Zeit nicht für. Aber ich werde es immer mal probieren, wieder einzubauen. Also so eine Arbeit wie hier jetzt gerade ist ja eigentlich prädestiniert dafür, ne? Aber ich glaube, dass ich es nicht unterbringe. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall macht der Sensor hier ganz wunderbar seine Arbeit. Auf den Stellen, auf denen ich schon unterwegs war, ist hier tatsächlich, wird hier nichts ausgebracht. Das ist schon mal sehr gut. Dafür ist auf den anderen Flächen hier umso mehr auszubringen. Das ist nicht ganz so erfreulich. Das heißt, uns rattert hier der Kalk durch wie Hulle. So, kleines Bildchen muss auch sein. Wir nehmen mal für den Start hier so ein schönes weitwinkliges. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Kalk ich noch über habe. Ich weiß, ich habe was gekauft. Und wir hatten, glaube ich, noch ein bisschen was im Steinsammler. Also so 2 Ladungen müssten noch da sein. Ansonsten muss ich in Forst und muss ein bisschen Geld verdienen, um neuen kaufen zu können. Es ist schon krass, in welcher Geschwindigkeit der Kalk hier rausgehauen wird. Das ist echt heftig. So schnell kann man gar nicht gucken. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war, das hier selber von Hand manuell zu machen. Das wird ein ziemlich teures Unterfangen am Ende. So, dann holen wir mal unseren Zubringer hier und laden wieder neu auf. 24.000 Liter feinster Kalk.
Der wird uns vielleicht bis auf die nächste Fläche bringen, aber viel mehr auch nicht, fürchte ich. Wollen wir mal gucken. Oh, das sieht gerade ganz nett aus, wie wir hier angefahren kommen. Ja, ich brauche definitiv mehr Steine. Oh, und ich hätte vielleicht den Sensor einklappen sollen. Komme ich da vorbei, ohne ihn kaputt zu machen? Ah, so einigermaßen. Jawohl, sehr gut. Aufgabe gemeistert. Oh, aber das sieht mir nach Schlupf aus hier, oder? Eieiei, hoffentlich habe ich das nicht kaputt gefahren da. Das wäre blöd. So, wieder abstellen. Ah, ich hoffe mal, dass da nur der Kalk runter ist. Die Struktur da drunter sieht nicht mehr ganz so gut aus, oder? Täuscht das? Ja, wir werden es sehen. Gut, weiter im Text. Let's go! Also es ist krass, wie die Kohle hier rausgehauen wird. Ich mach grad nichts. Das sind die Helfer, die hier geradeaus sehen und gut Geld verbrauchen. Halleluja! Das geht hier ratzfatz. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Folge vielleicht auch noch ein paar Bäumchen angehen müssen, bevor wir dann hier weitermachen können. Oder in der nächsten Folge zumindest. Aber irgendwann müssen wir wieder an den Forst ran. Weil da so schnell kann man ja gar nicht gucken. Also wenn die Flächen hier fertig sind, ich überlege schon nach dieser Fläche, ob ich nicht doch an den Helfer abgebe. Das ist ja eine immense Arbeit hier. Aber gut, muss halt gemacht werden, ne? Wir wollen ja auch einen schönen Ertrag haben, der uns dann den nächsten Kalk möglichst bezahlt. Mal schauen, ist jetzt natürlich etwas ungünstig mit diesem schmalen Streifen, der hier bleibt. Ich weiß jetzt nicht genau, soll ich den mitnehmen oder nicht. Ich glaube, ich lasse es tatsächlich mal bleiben. Und sag mir, ja, egal, der ist halb so wild. Weil den Grünstreifen jetzt hier zu kalken, das sehe ich nicht ein. Wo würden wir denn hier auf die nächste Bahn gehen? Ah, ich glaube, da bist du schon eine zu weit. Konzentrieren wir uns mal hier auf den Part. Ja, nee, dann würde ich genau durch den Grünstreifen fahren, okay? Interessant. Na gut, ich kann es ja auch einblenden. Ja, okay, kommt hin. Na, dann verschieben wir uns einfach VCA einmal.
und justieren den hier neu auf die Fläche, in der Hoffnung, dass das gut passt. So, bis da. Gut. Und weiter geht's. Ich glaube, die eine Bahn hier hoch müsste ich jetzt noch hinkriegen. Und am Ende der Bahn muss ich dann schon wieder nachladen. Aber so langsam wird's dann ja. Es wird ein Schuh draus. Na gut, wenn ich hier rüber gucke. Langsam, auf langsam liegt die Betonung. Es wird ganz langsam. So, hier oben werden wir dann mal wieder auffüllen. Da kann ich ja schon wieder nachholen, oder wie sieht das aus? Wir springen mal kurz rüber zum Hof und gucken mal am Gesteinsbrecher, wie es da aussieht. Da dürfte jetzt gerade Stau sein. Jawohl, sehr gut. Da haben wir einen Steinsammler, den wir zur Seite fahren können. Ach, hier haben wir auch noch Ballen. Ja, ich habe ja noch das Ballenproblem. Da war ja was, mein Lager ist ja voll. Was mache ich mit diesen losen Ballen? Das ist natürlich eine schwierige Nummer. Oha, hier ist auch schon Stau. Überall stelle ich Sachen ab. Ah, ich muss demnächst mal aufräumen, würde ich sagen. So, der wird hier geparkt. Entschuldigung, ich muss noch mal durch. Und dann schauen wir mal, wie viel wir hier noch drin haben. Hier war das. Was haben wir denn da noch? Kalk, hier sind nur noch 4000 Liter drin. Das ist natürlich nicht allzu viel. Die nehmen wir jetzt mit und dann machen wir den Rest hoffentlich am Einkaufssilo voll. Und, ach, das ist ja ein Drehschemel. Ne? Da war was. Und ich hoffe, da ist noch ein bisschen drin. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wie teuer der Kalk war. Aber ganz günstig war das, glaube ich, nicht. So, hol dir mal den verbleibenden Kalk da raus. Das war jetzt nicht allzu viel. Dann fahren wir mal rüber. Wie viel haben wir denn jetzt? 6600 Liter. Dann gucken wir mal, was ich da jetzt noch eingebunkert habe. Und ob das für die Fläche jetzt ausreicht. So, was war Kalk? So ganz ersichtlich war das ja hier nicht. Musste man sich schon eher merken, aber hier ist
Welcher drin? Sehr gut. Es füllt sich. Gott, auf der Niedersachsen werde ich niemals auf die Idee kommen, das selber zu machen. Eieieiei. So, 24.000 Liter. Haben wir noch was über, oder? Moment, sehe ich hier gar nicht, ne? Hier kann ich nur einkaufen. Hier sehe ich es. 8.645 Liter sind noch da. Angenommen, ich müsste noch nachkaufen. Was würde mich das denn kosten? 2 Liter kosten 1 Euro. Was hatte ich da reingehauen? Ich glaube 50.000, oder? Ja, in 10.000er Schritten könnte ich theoretisch noch ein bisschen nachlegen. Naja, okay. Dann bringen wir das mal rüber zur Fläche. Also wir haben ja noch 2.000 Liter drin. Damit können wir jetzt noch fahren. Aber ich wollte den hier schon mal wieder auf den Weg zurückbringen. Und wir sind jetzt auf Fläche, jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, auf Fläche 2. Dann soll er da auch hinfahren. So, von hier solltest du den Weg finden, mein Freund, ne? So, die anderen, wie sieht es eigentlich mit den anderen aus? Hier werden gerade Steine abgefahren, nehme ich an. Und hier wird fleißig gesät. Auch wenn es hier ein bisschen komisch aussieht bisher. Aber das... Oh, schau mal an. Das sieht doch tatsächlich sogar gut aus. Der ist schon richtig, richtig weit. Da will ich mich mal nicht beschweren. Sehr schön. So lobe ich mir das. Also wenn die Helfer so unterwegs sind, das ist ganz grandios. Sehr gut. Wo ist mein Gefährt? Da. Weiter geht's für dich. Den machen wir weg. Den machen wir an. Keine Ahnung, warum er ausgegangen ist. Ich glaube nicht, dass ich ihn ausgemacht habe. Und weiter im Text. Wenn ich mich so umschaue, vielleicht kommt es gerade so hin. Gerade so viel. Teurer Spaß, die Nummer. Naja, okay. Irgendwann sollte hier ja unser Kollege ankommen. Bis dahin bin ich wieder ruhig und gebe nochmal ab in den Zeitraffer. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder Kalk brauche.
Oh, Freunde, wir haben es gleich geschafft und es reicht, ohne dass ich nochmal nachfüllen muss. Glaube ich jedenfalls. Und bis auf so ein paar kleine Fauxpas, die ihr sicherlich wahrgenommen habt, wo ich in die Bäume gefahren bin und den Sensor beschädigt habe, ist das sogar einigermaßen gut gelaufen hier. So, diese Ecke, die muss ich irgendwann mal begradigen, fürchte ich. Die ist grauenvoll. Mal gucken, ob wir die hier einigermaßen mitgenommen bekommen. Ja, nee, nicht so richtig. Nicht so richtig gut angefahren hier. Das habe ich ja richtig gut gemacht. Ha! Spitzmäßig. So, noch ein bisschen rangieren. Die kleine Ecke da am Waldrand, die lasse ich weg, aber die hier würde ich noch mitnehmen. Zumindest in Teilen. Ah, gut, okay. So, Sensor setzt hier aus und das letzte offizielle Stückchen, die anderen freien Stellen, lasse ich nicht zählen. Die zähle ich einfach nicht mit. Und ready! Ich glaub's nicht, wir haben es geschafft. Oh, ach herrje, was ein Aufriss. Wenn man hier wirklich sagt, na, das möchte ich selber machen. Weiß nicht, ob ich euch das empfehlen kann. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, macht das. Aber wenn möglich, gebt es vielleicht an die Helfer ab. Also die Fläche hier jetzt links von mir. Ich fahre den Pent hier schon mal drauf. Aber das wird ein Helfer für uns übernehmen. Denn wir müssen tatsächlich bei einem Blick aufs Konto, so wie ich das sehe, in der nächsten Folge da hinten wieder ins Holz. Weil ansonsten wird es ein bisschen eng auf dem Konto. Außer mir fällt noch irgendwas ein, was wir zwischendurch nochmal machen können. Ja. Gut, für heute soll es das gewesen sein. War aber, glaube ich, auch genug. Wir haben beide Flächen jetzt ready hier. Ich kann nochmal den Check machen. pH-Wert und Stickstoff in optimalem Zustand. So mag ich das. Erwarteter Ertrag 121%, Ertragspotenzial 125%. So soll das aussehen. Ich bin begeistert. Wunderbar. Dafür hat es sich doch gelohnt. Na? Erwarteter Ertrag 88%? Das hier ist nicht so der Boden für... Was haben wir hier eigentlich? Mais. Mais haben wir hier. Ja, hier gibt es so ein paar Stellen, die sind nicht so gut. Ah, hier drüben ist aber wieder tipptopp. Okay. Hier ist irgendwie so eine Schneise drin. Mit schluffigem Ton, oder was war das? Lehm, schluffiger Ton, jawohl. Mais mag keinen schluffigen Ton, guck an. Lehm hingegen ist gern genommen. Okay, genug rumgerannt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn das jetzt sehr langwierig war, auch mal so eine Arbeiten hier mitzunehmen. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, höchstwahrscheinlich mal wieder in den Skorpion, um ein paar Bäume auf die Seite zu legen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, gerne auch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.